Kalle, schön, dass du den ganzen Morgen bei uns bist. Du möchtest gern was. Ja, immer wenn ich Zeit habe. Du möchtest was richtigstellen, was Klaus-Michael Kühne angeht. Ja, ich will mal klarstellen, ich habe das 20, 30 Mal versucht. Ich, Rainer Kalm und Mische beim HSV definitiv nicht mit. Ich kenne Herrn Kühne gut und er hat mich vor einem Jahr gefragt, Mensch, was eben Lars Wallroth ja schon richtig sagte, der HSV, auch Didi Beiersdorfer hat ja in den letzten 2, 3 Jahren gute Spieler geholt, aber irgendwie haben die dann ihre Leistung aus dem Club, wo sie herkamen, nicht mehr abgerufen. Das muss man einfach so sehen. Warum, wieso, weshalb, kann ich auch nicht erklären. Daraufhin sagt Herr Kühne, ich möchte mich gerne von Ihnen beraten lassen. Ich habe gesagt, ich bin immer so nah an der Geschäftsführung, um auch diese Detailfragen echt exakt beantworten zu können. Habe ihn meinem Freund, guten Kumpel, Volker Struth vorgestellt, der ja nun national, international bekannt ist, auch mit Didi Beiersdorfer einen guten Kontakt hat. Und dann läuft das auf dieser Ebene eigentlich ganz, ganz gut ab. Und was ich einfach mal sagen muss, immer wieder, deswegen rufe ich nochmal an, den Kühne immer wieder anzupinkern. Der hat schon die ersten Transfer mitfinanziert, sieht dann, dass das nicht so läuft. Der hat dann die Lizenz gesichert, sonst würden sie gar nicht mehr spielen mehr als Frau. Da wäre kein Bundesliga heute, kein Thema. Der hat uneigennützig das Volkswagen für 2 Millionen der Dresche gekauft und hat jetzt nochmal für 30 Millionen gekauft. Was er mir persönlich in dem Gespräch gesagt hat, ich hoffe vielleicht, dass man 1, 2 Plätzchen höher klettert. Wir sprechen vom Platz 10, von 9 oder 8. Ich habe ihm, und das auch in einem Interview gesagt, ich glaube, aufgrund der jungen, noch jetzt unerfahrenen Spieler, was ja auch thematisiert worden ist, das noch nicht drin, das muss man jetzt langsam peu à peu abbauen. Wo es mir darum geht, dass so ein Mann, der mit wirklich viel Herzblut früher mit seiner Mutter regelmäßig bei dem Spiel ist, dass er dann auch ständig bei euch auch angepinkelt wird, der weiß gar nicht, wer Halilovic ist, der denkt, der wäre ein Basketballspieler. Glaubt ihr ernsthaft, der sitzt da in seinem riesen Imperium und kann entscheiden, welcher Spieler kommt. Der will das gar nicht. Völlig falsch, völlig fehl am Platze. Völlig den falschen Angriffspunkt gesucht. Jo. Gut. Ja, ich muss das einfach mal für der Kühne machen. Nee, Kalli, nein, alles. Ich glaube, die Message ist angekommen. Mehr herzlichen Dank, nicht. Wir werden das. Bitte? Mehr wollte ich nicht. Also alles Schöne in die Runde rein und mir ging es darum, das geht ja auch aus, das war dem Kühne auch klar, das ist ein großer, erfahrener, erfolgreicher Unternehmer, der weiß, die Entscheidungen beim HSV darf aus vereinsrechtlichen und kapitalrechtlichen Gründen, auch aus kapitalrechtlichen Gründen, nur Didi Beiersdorfer als Vorstandsvorsitzender mit seinem Team und dahinter Karl Gerner das Aufsichtsrat treffen. Das kann überhaupt Kühne ja keine Entscheidungen treffen. Der kann wie gesagt, nochmal, aus vereins- und kapitalrechtlichen Gründen kann nur die Vereinsführung entscheiden. Ganz einfach, kleine Heimat. Ich habe verstanden. Okay, tschüss, schönen Sonntag. Danke, mein Lieber. Tschüss.